Ob als Hauptspeise oder Beilage, ein Caesar Salad kann immer entzücken. Und wie wir das Ganze heute zubereiten, das seht ihr jetzt auf Du kochst. Kommen wir mal zu unseren Zutaten. Wir brauchen für den Caesar Salad Brot, Salat, Olivenöl, Bauchspeck, Reibkäse, ein Öl, was nicht Olivenöl ist, Dijon-Senf, Zitronensaft, Sardellen, ein Eidotter und Knoblauch. Wir beginnen mal mit dem ersten Element unseres Caesar Salads und das sind die Speckwürfel und unsere Brotcroutons. Dafür legen wir mal das Brot auf Seiten und schneiden unseren Bauchspeck auf. Wie gewohnt trennen wir die Haut bzw. die Schwarte vom Bauchspeck und schneiden den in kleine Streifen oder Würfel, wie ihr lieber habt. Sobald unser Speck in der gewünschten Form geschnitten ist, ich würde raten, nicht allzu groß, damit er schön knusprig bleibt und leicht zu essen ist, geben wir den in einer heißen Pfanne rein. Während unser Speck das Fett auslässt oder rauslässt, besser gesagt, und knusprig und kross wird, kommen wir inzwischen zum Brot. Das Brot muss nicht das Neueste sein, es kann auch einige Tage alt sein, es muss auch kein bestimmtes sein. Nehmt euch einfach euer Lieblingsbrot und schneidet es in Würfeln. Unser Speck inzwischen ist schön knusprig und wir nehmen jetzt einen Teller mit Küchenpapier. Lassen aber das Fett vom Speck in der Pfanne. Um das zu machen, neigen wir einfach die Pfanne und warten, bis das gesamte Fett runterrinnt. Mit dieser Operation erzielen wir zwei Effekte. Nummer eins, wir haben knusprigen Speck und zweitens, das Fett vom Speck benutzen wir jetzt für unsere Croutons. Und unseren Speck legen wir jetzt auf Seiten. Pfanne wieder auf den Herd. Wir geben ein klein wenig Olivenöl dazu, weil so viel Fett hatte unser Speck auch wieder nicht. Und eine halbe Knoblauchzehe. Rein mit unseren Brotstückchen. Bei mittelhoher Hitze lassen wir jetzt unser Brot zu Croutons werden, beziehungsweise einfach knusprig werden. Ab und zu wenden, aber allzu stressig ist das jetzt gar nicht. Falls ihr wollt, könnt ihr jetzt einige Kräuter dazugeben bzw. das Ganze mit ein klein wenig mehr Kick versehen. Ich zum Beispiel liebe eine mediterrane Kräutermischung. Rosmarin, Oregano, Thymian passt einfach perfekt dazu. Sobald die Brotcroutons Farbe annehmen, können wir schon wieder unser Knoblauch rausfischen. Erinnert euch immer, wie viel Knoblauch hier reingegeben hat. Ihr wollt nicht, dass eure Gäste auf einmal auf ein ganzes Stück Knoblauch drauf beißen. Nach einigen Minuten merkt ihr, dass sich unser Brot mit einer schönen Kruste verfärbt hat. Und das ist eigentlich der Moment, wo wir sie rausgeben. Schüssel und raus damit. Und auch unser Brot kommt jetzt beiseite zu unserem Speck. Kommen wir jetzt zum interessantesten Part von unserer Caesar Salad und zwar das Dressing oder die Soße. Es ist eigentlich eine Variante der Mayonnaise und viele erschrecken schon beim Wort Mayonnaise selber machen. Ja, liebe Couch Potatoes oder Leute, die einfach sich nichts trauen, kauft euch selber eine Mayonnaise irgendwo im Handel. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig, eine Mayonnaise selber zu machen. Heutzutage mit einer Schüssel und zum Beispiel einen elektrischen Schneebesen sollte das jeder schaffen. Also, ran an die Arbeit. Wir brauchen mal 6 Sardellenfilets. Es können auch weniger sein, falls ihr die salzige Note der Sardelle nicht unbedingt so mögt. Diese hacken wir mal ganz kurz fein. Sobald wir das Ganze zu einer sehr feinen Masse gehackt haben, geben wir das in unsere Schüssel rein. Jetzt hacken wir noch unseren Knoblauch bzw. den halben Knoblauch, den wir noch haben. Sobald unser Knoblauch auch fein gehackt ist, kommt er natürlich zu unseren Sardellen in der Schüssel rein. So, mal die Komponenten, die zum Hacken waren, sind gehackt und jetzt ganz einfach Eidotter rein, Senf, Zitronensaft,
circa eine halbe Zitrone gewesen. Ich verrühre das ganz kurz zu einer Masse und gebe auch ein klein wenig Salz dazu. Und nun kommen wir zu unserem Öl. Nehmt auf keinen Fall Olivenöl, das wäre zu intensiv vom Geschmack und das wäre nicht so gut für unser Caesar Salad. Elektrischer Schneebesen, nicht zu schnell. Alles kurz verrühren und langsam Öl hinzufügen. Wichtig ist, nicht aufhören zu rühren. Und fertig ist unser Öl. Geschafft. Locker, flockige Mayonnaise, auf keinen Fall ölig. Und jetzt geben wir dem Ganzen noch einen Kick dazu. Unser Kick dazu ist geriebener Hartkäse, Parmigiano, Reggiano, Grana Padano, was ihr gerade zur Verfügung habt. Übrigens, falls ihr keine elektrischen Schneebesen habt, kein Problem, Muskelkraft reicht auch. Ja, ihr kennt ihn mittlerweile, Mitarbeiter des Monats. Käse rein, drücken. Kurz unterheben und schon sind wir fertig. Übrigens, dieses Dressing könnt ihr einige Tage vorher auch machen. Einfach im Kühlschrank aufbewahren. Kommen wir zum letzten Teil für unser Caesar Salad, der Salat. Original eigentlich mit Roma-Salat gemacht, aber auch ein Eisberg, der ein bisschen mehr Knack hat, funktioniert prächtig. Einfach mundgerecht schneiden und waschen. Und dann kommt er in einer großen Schüssel. Letzter Schritt ist jetzt eigentlich schon anrichten. Ich gebe liebend gerne immer ein klein wenig Dressing schon im Salat dazu. Und unterhebe den. So habe ich schon einmal einen Grundgeschmack in unserem Salat. Sobald unser Dressing mal schön verteilt ist, können wir schon die erste Schüssel nehmen, geben ein klein wenig Salat dazu. Unsere Croutons. Speck. Es darf natürlich auch mehr als Speck sein. Falls ihr den Caesar Salad als Hauptspeise macht, Lachs, Hühnerstreifen oder auch Garnelen schmecken hervorragend. Jetzt ein kleiner Trick. Wir brauchen noch ein klein wenig Käseraspeln drüber. Die können wir natürlich auch mit unserem Mitarbeiter des Monats machen. Aber für allejenigen, die den noch nicht haben, ein Kartoffelschäler tut's auch. Und zum Abschluss noch ein klein wenig Dressing. Ich wünsche Mahlzeit und bis zum nächsten Video von Du kochst.